Hallo und herzlich willkommen bei Money Talk. Heute stelle ich dir meine 5 Kernaussagen aus dem Buch Think and Grow Rich, geschrieben von Napoleon Hill vor. Das Buch ist aufgebaut aus 13 Gesetzen, die es braucht, um erfolgreich zu sein. Gemäß Napoleon Hill. Ich habe dir meine 5 Favorites zusammengefasst. Falls du dir das Buch in seiner vollen Länge gönnen möchtest, findest du natürlich in der Videobeschreibung die Verlinkung dazu. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Kernaussage Nummer 1. Ein starkes Verlangen. Dass alleine durch Tagträume nichts Großartiges entstehen kann, scheint nachvollziehbar zu sein. Thomas Edison dachte sich nicht einfach, eigentlich wäre es noch cool, etwas wie eine Glühbirne zu haben. Nein, er investierte sein ganzes Leben, jahrzehntelange Arbeit in sein Werk und entwickelte die Glühbirne. Es braucht ein unglaublich starkes Verlangen, um scheinbar unmögliche Ideen umzusetzen und zur Realität zu machen. Napoleon Hill beschreibt 6 Schritte, mit denen du von diesem brennenden Verlangen zu tatsächlichem Reichtum kommst. Schritt Nummer 1. Leg dein finanzielles Ziel fest. Dass es schön wäre, mehr Geld zu haben, ist noch leicht gesagt. Aber was bedeutet Reichtum für dich? Wie viel ist viel? Und welche konkrete Zahl legst du als dein persönliches finanzielles Ziel fest? Schritt Nummer 2. Definiere, was du bieten kannst. Was kannst du im Gegenzug zu dem ganzen Geld liefern? Welchen Mehrwert schaffst du? Und vor allem, wie viel bist du bereit zu geben? Schritt Nummer 3. Setze dir eine klare Deadline. Bis wann soll dein Ziel erreicht sein? Setz dir ein konkretes Datum, bis wann du deinen Traum vom Wohlstand erreicht haben möchtest. Schritt Nummer 4. Mach einen Plan. Du hast das Enddatum, du hast das Endprodukt und du hast ein finanzielles Ziel. Brich das nun runter und mach dir einen konkreten Fahrplan, was du bis wann erledigt respektive erreichen musst. Und der wichtigste Punkt, fang umgehend mit der Umsetzung an, nicht erst nächsten Montag. Schritt Nummer 5. Schreib alles auf. Fang mit den ersten 4 Schritten an und schreibe sie auf. Dadurch bekommen sie eine gewisse Verbindlichkeit. Zudem kannst du dadurch deinen Prozess dokumentieren und dich immer wieder an das ursprüngliche Ziel erinnern. Schritt Nummer 6. Folge dem Plan. Ein Plan ist nur so gut wie seine Ausführung. Folge deinen Tasks und gib alles, um deine täglichen Ziele zu erreichen. Das Verlangen bedeutet in diesem Sinne eine Priorisierung gegenüber allem anderen. Um in deinem Vorhaben Erfolg zu haben, musst du bereit sein, alles, das dich nicht deinem Ziel näher bringt, zu vernachlässigen. Kernaussage Nummer 2. Glaube daran. Wahrer Erfolg kommt nur vom unermüdlichen Glauben an dich selbst. Ohne felsenfesten Glauben an die eigene Sache kam keine Erfindung zustande. Und da geht es nicht um religiösen Glauben. Es geht um die feste Überzeugung und eine innere Einstellung, dass man seine Träume verwirklichen kann. Ganz im Sinne, dass jeder seines eigenen Glückes Schmied ist. Aber genauso ist jeder seines eigenen Unglückes Schmied, wenn man Selbstzweifel hat und sich gedanklich von der eigentlichen Sache ablenken lässt. Darum ist es unglaublich wichtig, eine positive Geisteshaltung einzunehmen und sich bewusst zu machen, dass man selbst sein eigenes Leben in der Hand hat. Es gibt genügend Erfolgsgeschichten von großartigen Menschen, die sich durch nichts beirren ließen und so lange einfach weitermachten, entgegen der öffentlichen Meinung, entgegen der Meinung von Freunden und Familie, einfach weil sie an sich geglaubt haben. Kernaussage Nummer 3. Dein Unterbewusstsein. Der Glaube an einen selber, wie wir ihn nach dem zweiten Gesetz leben sollten, fällt nicht einfach vom Himmel, noch ist er angeboren. Er wird aufgebaut und das kannst du auch selbst machen, indem du dein Unterbewusstsein beeinflusst. Das Ganze nennt man Autosuggestion. Dabei wird das Unterbewusstsein durch lenkende Gedanken und Vorstellungen beeinflusst. Das ist schon fast etwas wie das psychologische Fake it until you make it. Wie kannst du das nutzen? Das erste Gesetz bedingt ein klares, festgelegtes Ziel. Um dem Buch treu zu bleiben, nehmen wir als Beispiel einen bestimmten Verdienst, den wir erreichen möchten. Nun müssen wir eine emotionale Bindung zu diesem Ziel herstellen. Wie werden wir uns fühlen, wenn wir das Ziel erreichen? Was werden wir mit dem Verdienst alles machen können?
Diese Gefühle sollen wir verinnerlichen und jedes Mal wieder aufleben lassen, wenn wir uns aktiv unsere Träume vorstellen. Wenn wir dann noch unserem konkreten Plan folgen und uns jeden Tag an unsere Aufgaben machen, dann können wir unser Handeln jeden Tag mit diesen Emotionen bestärken. Je häufiger das gemacht wird, umso stärker die Wirkung. Und da man jeden Tag seinem Ziel näher kommen sollte, muss man sich auch jeden Tag mit seiner Einstellung und seinem Fokus auseinandersetzen. Darum sollte die Bearbeitung des eigenen Unterbewusstseins ein fester Bestandteil im Alltag sein. Kernaussage Nummer 4: Wissen ist Macht. Oder eher potenzielles Wissen ist Macht. Oder eher geistiges Kapital ist Macht. Es geht dabei nicht darum, alles über alles zu wissen. Vielmehr geht es darum zu wissen, wie man zum benötigten Wissen kommt und wie man dieses für sich nutzen kann. Das ist noch ein wichtiges Element. Uns wird gerne beigebracht, die Dinge auswendig zu lernen, und sobald wir etwas nicht wissen, sind wir aufgeschmissen. Dem ist aber nicht so, denn solange wir wissen, wo wir das benötigte Wissen aufspüren können, haben wir einen großen Vorteil. Es gibt 6 Wissensquellen, auf die man dafür zurückgreifen kann. Das ist einerseits die eigene Erfahrung, die natürlich mit den Jahren wächst, die Zusammenarbeit und der Austausch mit Fachleuten, Institute wie Universitäten, Fachhochschulen oder Privatschulen, Datenbanken oder wer es noch lieber hat, Bibliotheken, das Internet und aktive Weiterbildungen. Es geht dabei also nicht einfach um einen guten Schulabschluss oder ein bestimmtes Diplom. Es geht vielmehr um eine Einstellung. Und zwar die des lebenslangen Lernen. Sobald du intrinsisch motiviert bist, dich ein Leben lang weiterzubilden, legst du Stück für Stück die Bausteine zu deinem Erfolg. Dass das sehr hilfreich ist, sowohl im privaten wie auch im geschäftlichen, ist klar. Gemäß Hill ist der goldene Weg eine Kombination aus lebenslanger Weiterbildung gemischt mit dem Sammeln von Erfahrungen in der Arbeitswelt. So kannst du möglichst viele Impressionen sammeln, deinen Horizont erweitern und das theoretisch gewonnene Wissen in die Praxis umsetzen. Kernaussage Nummer 5: Entschlossenheit macht erfolgreich. Für den Erfolg ist Entschlossenheit unabdingbar. Wer häufig zögert und zweifelt, tut sich viel schwerer bei Chancen und Möglichkeiten zuzuschlagen. Die Analyse von Napoleon Hill, in der er 500 erfolgreiche Menschen untersuchte, brachte hervor, dass sie alle entschlossen waren. Sie fällen schnell und entschlossen ihre Entscheidungen und halten an diesen fest. Sie verlassen sich auf ihre Intuition und lassen sich nicht von Zweifel blenden. Hier gibt es eine ganz wichtige Unterscheidung. Es geht nicht darum, einfach stur sein Ding durchzuziehen. Es geht darum, dass man einen engen, geschätzten Kreis hat, von dem man auch Inputs zu den eigenen Plänen entgegennehmen kann. Aber von Leuten außerhalb des Kreises soll man sich nicht beirren lassen. Fremde Tipps und Tricks sind oftmals eine Selbstreflexion von eigenen Zweifeln und haben auf deinem Weg zum Erfolg nichts verloren. Das Einfachste, um das umzusetzen, ist es, wenn du deine Pläne nur mit den Leuten in deinem engen Kreis teilst und gegenüber anderen nicht zu viel diesbezüglich erwähnst. Wie bereits in der Einleitung erwähnt, gibt es noch 8 weitere Gesetze, die du im Buch nachlesen kannst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über eine positive Bewertung, und falls du neu hier bist, freue ich mich natürlich, wenn du den Kanal abonnierst. Vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal hier bei Money Talk.